Kampfvorteil. Ich hätte sie vorher betäuben sollen. So. Die sind ja einfach. Die sind ja lame. So, Trupp ist da. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast. Mache ich. So, pass mal, wir stellen uns einfach mal hier hin und dann gucken wir einfach mal. 29. Und hier ist es auch 29, 118 und 100. 130 und 180. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Mach ich. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Aus dem Laserfachgeschäft. Mal sehen, wer zuletzt lacht. 36. Mache ich einem 45. Das wäre ja lame. So kann ich heilen, was immer richtig lame ist. Deswegen gibt's ordentlich aufs Fressbrett. Das Problem ist, unser Vogel von oben greift gleich an. 36. Krieg ich leider nicht mit gekillt. Schade. Dann würde ich mal sagen, gib's erstmal aufs Maul. Mit meinem Super Speed könnte ich diesen Kampf im Handumdrehen beenden. Woher nimmst du diese Energie? Okay, wir sind unsichtbar. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Okay, jetzt gibt es mal von denen aus dem Maul. Ja! Ja! Okay. Nimm das, Zwerg! Plus zwei. Ich hab zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Okay, dann mach das mal dann dort fertig. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Okay, die bereiten alle irgendwas vor. Ich muss noch kurz anders hinsetzen, ein bisschen spannend. Details ansehen. Sieht man leider nicht, was hier vorbereiten, oder? Guck mal eben ganz kurz. Der bräuchte theoretisch ein bisschen Heilung, aber sonst. Hey, Kyle! Oder Kite! Oder wie auch immer, tu was! 54 können wir nach vorne machen. Von hier aus können wir nichts machen. 54. Ich bin gerade am Überlegen, wer ist denn als nächstes dran? Okay, das dauert noch, bis die dran sind. Dann ist irgendwann da oben rechts der Vogel erstmal dran. Sorry, Leute. Viele wichtige Faktoren. Ich würde mal sagen, wir machen das mal ordentlich Damage, bevor ich irgendwie ein Schild verteile. Von daher, Moment, wir müssen A drücken. Da solltest du Salbe drauf tupfen. Bin ich schon am Zug? Okay. Du bist am Zug. B. Ich würde ja gerne X nehmen. Das Problem ist, ich komme nicht nah genug ran. Da komme ich nicht hin. Oh, wer ist denn da weg? Ja, also mit einem X bist du ja dann auf... Kannst loslegen, Craig! Fress mich nicht kalt! Das Problem an der ganzen Sache ist, der eine steht noch da rum und der haut uns dann erstmal alle weg. Der dottet uns alle zu. Ist egal. Mach mal den erstmal weg. Megafaustschlag! Cool and Friends für immer. So, den haben wir schon mal raus. Du schaffst das! Wenn ich hingehe und unseren kleinen Pisser da vorne betäube, im wahrsten Sinne des Wortes Pisser, was ist denn, wenn ich jetzt erstmal hingehe? Okay, so mache ich dem 32. So mache ich beiden 29. So mache ich dem auch 32 und gleichzeitig ist er verwirrt. Ich weiß nicht, ob er dann seine Attacke überhaupt machen kann. Mach, wann du willst. Jetzt zum Beispiel. Mach jetzt! Ja, doch, Klappe. Ist taktisch vorgegangen werden. 29. Ich würde sagen, wir nehmen die 32 und dazu ist dann gleichzeitig auch da auch noch hier ein Verwirrungsfaktor mit drin. Oh, das gibt garantiert eine Narbe. So, der ist mal verwirrt. Das Publikum wird toben. Das Publikum wird wirklich toben. Oh, verdammt. 45? Moment. Nur mal ganz kurz hier. Geh mal weg. So, 23. Der kann auf jeden Fall seinen Dot gleich nicht ausführen. 45. Kurz mal überlegen. Das Problem ist, der ist der Letzte, der überhaupt irgendwas machen kann. Vorher sind erstmal noch alle anderen dran. Ich könnte ihn ausschalten, der gleich einen Dot verteilt. Und ich könnte ihn erstmal wegmachen. Ich glaube, ich mache erstmal ihn weg, weil der wird gleich erstmal irgendwas angreifen. Gehe ich mal von aus. Kommt der überhaupt so weit? Kann der überhaupt irgendwas angreifen? Ich glaube, ich mache erstmal ihn weg. Ja, was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Sieht man ja. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut?
Danke! Lass dich da von deinem Freund massieren. Oh, nehme ich mit, kein Problem. Ich bin jetzt dran. Ja, mach du mal. Ja! Haha! Ohne zu zucken, Respekt. Mhm. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Oh, oh. Ha! Ja, da tut jetzt weh, glaube ich. Halt die andere Arschbacke hin. Ich bin dran. Okay. Du bist dran. Und zwar, du bist mal unser kleiner Supporter. Du verteilst einen Burrito und der halt um 100. Hier, schnell runter damit. Wieder dabei. Ich bin dran. Du bist dran. So, pass mal auf, was haben wir denn da? 67. Wer ist denn als nächstes von euch dran? Der Rote, denn mit dem komme ich aber leider nicht dran.67, mir bleibt nichts anderes übrig. Da komme ich ja nicht hingelaufen, schade. Welche Scheißfähigkeit soll ich einsetzen? Natürlich diese hier. Megafaustschlag! Du hast die richtig verkloppt, sehr gut. Ich brauche kein Lob, aber danke. So, wir haben unsere Hunderattacke. 100er Attacke. Ich kann mal gucken. Wir können durchbrutzeln. Wer ist denn als nächstes dran? Danach, boah. Moment. Der macht ein Dings in einer Reihe. Problem ist, in einer Reihe ist doof. Damit kriege ich die aber auch nicht gekillt. So werden alle geheilt, beziehungsweise kriegen plus ein Schild. Mach keine Wissenschaft raus. Leg einfach los. Heilung mit Schild. Ist gar nicht mal so schlecht, oder? Komm, wir nehmen Heilung mit Schild. Go. Heilung mit Schild. Episch. Come on. Bereit, Feinde in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Machen. Jo. B. B ist jetzt erstmal doof. Wie sieht's denn aus mit einem... Da komme ich nicht hin, verdammt. Wie sieht's denn mit einem Y? 45. Oh, den könnte ich sogar wegbekommen. Ich hoffe mal, dass ich ihn wegbekomme, wenn ich vielleicht kritte. Wir probieren es einfach mal aus. Zeit ist Geld, Vierklässler! 49, verdammt. Ich spüre regelrecht das Herzblut. Ein HP hat er. Ein HP. Vierklässler versohlen, geile Sache! Hey, das landet auf meinen Schuhen! Ja, das macht erstmal nichts. Alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Klar, wir haben ja auch ein Schild. So, jetzt ist er nochmal dran. Na, das ist ja lame. Ja! Ha! Naja. Ich Wunderarsch. So. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! 54. 54? Gut, wir sind erstmal komplett dran, bis die alle dran sind. Ich will mal auch hoffen, dass die bis dahin alle ausgeschaltet sind. Aber zu früh. Das könnte jetzt ziemlich brennen. Also los. Klingt wie nach einem guten Burrito. 54. So kommen wir da nicht hin. Das ist ja doof. Können wir ihn verlangsamen? Beziehungsweise... Ach komm, 54 aufs Maul. Was soll der Kappes? Megafaust, Pacharoo. Au! Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Ja, der ist weg. Der andere ist leider dadurch nicht weg. Oder, was machen wir? Was ist mit X? 32 dadurch ist er auch nicht weg. Von daher nehmen wir den anderen mit und dann hauen wir nochmal ordentlich drauf. Noch so ein paar in der Art, dann sind wir durch. Kein Problem, haben wir gleich. So, Blitzquake. Ihr braucht schon Physik. Beziehungsweise Blitzfreak ist er dran. 36. Wer ist als nächstes von euch dran? Er ist ja als nächstes dran eigentlich. 22. Moment mal eben. 45. Crit ist er weg. Dann haben wir nur noch unseren Vogel da vorne stehen. Verdammt. Oh, das bleibt mir dann so übrig. So, tschüss. Das habe ich kaum gesehen. Jetzt ist er noch dran. 22er Peter. Er darf jetzt einmal austeilen und das Problem ist, er ist tot.
Scheiße gelaufen, Neuer. Das ist egal. Fühlt den Zorn von Human Kite! Ein Viertklässler mit einem Drachen. Bra. Ich würde den Viertklässler mit dem Drachen nie auslachen. Piu, piu. Und tschüss. Steh auf, wir haben sie ohne dich besiegt. Du hast gewonnen. Rotzklumpen, Biogefahr, gut 3 und 12 Cent. 12 XP, ein Stufenaufstieg auf Level 4. Wir haben einen großen Platz freigeschaltet. Neuer Artefaktplatz haben wir freigeschaltet. Sehr schön. Wir haben wieder ein paar Sechsklässler umgehauen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Wir haben Kostüme gefunden. Wir haben ihn gefunden. Ach ja, eine eckige Pulle. Artefakte. 80. Und du hast einen ersten großen Artefaktplatz freigeschaltet. Große Artefakte erhöhen deine Macht deutlich und verleihen starke Teamboni. Rüst dein Artefakt im neuen großen Artefaktplatz aus. Dafür muss ich den großen jetzt mal auswählen. Moment, das Ding ist nur, wir haben nur einen Zehner? Ist das richtig? Verliehen für herausragende Arbeiten im Feld und umgehende Bezahlung der Mitgliedsgebühren erlaubt dir, große Artefakte auszurüsten, die dir höhere Macht verleihen, um dich härteren Gegnern zu stellen. Plus 10, also ist nicht so toll, ne? Aber wir haben keine größeren, beziehungsweise keine anderen. Können wir welche herstellen? Nee. Komponenten. Das sind nur die kleinen hier, ne? Wird mir ja irgendwo angezeigt. Artefakte. Upgrade gleich 0. Das ist kein Upgrade, davon geht's runter. Okay. Kostüme. Brauchen wir Rang 11. Verbrauchsgegenstände. Macaroni-Bild. Wir können theoretisch nochmal einen herstellen. Theoretisch können wir sogar noch eins herstellen, weil ich glaube, die Macaroni brauchen wir sonst nicht. So, Burrito haben wir noch 11 Stück da. Stellen wir nochmal einen her. So, dafür sind wir jetzt höher. Bedeutet, wir können uns den Cyberwolf-Helm herstellen. So, am Level 12 gibt es den Nordmann-Anzug. Dafür brauchen wir auf jeden Fall mal wieder irgendwelche neuen Stoffballen. Burrito, wir haben ein Burrito. Die stellen leider nicht so viel her. Die geben alle nur plus 1 immer. Okay. Artefakte, was willst du denn jetzt von mir? Was haben wir denn neue Artefakte bekommen? Ach so. Ja, okay. Und Kostüme. Den lassen wir erstmal noch ausgewählt, weil damit ich hinterher noch weiß, welcher davon neu ist. So. Wir haben eine Schnellreisefunktion gefunden, beziehungsweise eine Schnellreisestation. Schnellreise freigeschaltet. Ja. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wir sind schon dran vorbei. Wir gehen ein bisschen mal zurück. Lololo. Was haben wir denn hier drin? Hallo? Hallo? Hä? Hey, guck doch mal kurz dahin. Hä? Wir sind zu schwach, dagegen zu hauen. Hä? Warum bist du gerade hier aufgeploppt? Sag mal, hallo? Boah, Alter! Wo kommst du denn her? Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat ein bisschen geleckt. Wo kommst du her? Gut. Ich würde mal sagen, bevor ich vielleicht da reingehe, speichere ich mal eben ganz kurz ab. So. Nicht, dass er wieder irgendwie was abstürzt. Okay, wir sind angekommen. Wir müssen vorsichtig sein. Hier könnten nur mal Gegner sein. Wir müssen uns leise verhalten. Wir sollten keine Aufmerksamkeit erregen. Wir sollten uns beeilen, uns an den Plan halten. Und zwischendurch uns bloß nicht ablenken lassen. Wir sollten nicht laut sein. Jetzt solltest du ihn sehen. Oh oh. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Verdammt. Besiege den Drogendealer. Ach du Scheiße. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Mach ich. Ich schnapp ihn mir. Er hat 100 HP. Wir müssen ihn besiegen. Es bleibt nichts anderes übrig. Ich gebe dir natürlich einen Dot. Los geht's. Ja, was soll denn das? So, er ist dran. Verschwinde aus meinem Haus, verdammt.
Aua, tut ja weh, Junge. Feuer erwidert! Mach ich. Wir können ja nochmal ordentlich zudotten. Wir können ihn auch einfach mal probieren, weil dort hat er immer noch laufen. Also von daher. Papierung. Au! Verdammt, was willst du von mir? Für gar nichts. Sag nein zu Drogen, Kind. Ich verteidige nur meine Burg. Alles klar. Du hast gewonnen. Schreckensklinge Artefakt. Oh, plus 30, naja. Räubermaske und 21 Cent. Und 10 XP. Damit 25 verschiedene Artefakte. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld. Ein degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme. Mach ich doch richtig gerne. Finde den Verdächtigen, haben wir abgeschossen. Wir gucken mal in den Kühlschrank rein. Butterstück, Tweakmate, Milchkännchen und Tortilla. Spaghetti, Schachtel und eine Sportflasche. Und Flaschenöffner, Pfannenwender. So, den haben wir. Ha, der meinte, der könnte sie einfach irgendwie unbemerkt verschanzen. Hat sie irgendwelche Bilder aufgehangen von irgendwelchen Fremden. Ob da seine Familie drauf ist. Der hat doch kein Herz. So. Verwarnung für das Fahren als Schwarz. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl... Das Token benimmt sich echt komisch in letzter Zeit. Komisch? Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs? Ja, letzteres. Aha, spiel eine Karte. Ich habe irgendwie das Gefühl, der war gar kein Drogendealer. Oder, ja, war vielleicht einfach nur Hausvater? Ne, nun. Bild von der Baumstammfahrt mit Tokens kurz... Was? EZ Grill, Ofen und Stoffballen. Was haben wir hier drin? Stoffballen und Volleyball. Können wir dieses Bild da oben mitnehmen? Ich möchte den Teddy haben. Ich nehme den Teddy mit. Ich schmeiß den Teddy in den Kopf. Hallo? Kann ich helfen? Ja, ich muss mal etwas sagen wegen deinem Vater. Cooles Outfit. Hast du dich heute im Dunkeln angezogen? Ich möchte jetzt gerade keinen Witz machen. Hast du meinen Dad gesehen? Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ist gar nicht seine Art zu verschwinden. Keine Ahnung, vielleicht weiß ich nicht. Müsstest du mal, naja, gucken gehen, wo er ist? Ich weiß es nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Cooles Outfit. Hast du dich heute im Dunkeln angezogen? Ich geh's einfach mal weiter. Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Vielleicht färbst du nur die Spitzen. Ja. Yeah. Kevin Stoley sieht aus wie Orlando Bloom, wenn man sich in die Augen piekst und durch die Tränen blinzelt. Nee. Was? Mir ist langweilig. Ich will shoppen. Ich? Wow, nur weil du verlierst? Gar nicht. Ich wollte mir die Haare färben, aber dann müsste ich meinen Namen ändern in Haselnussblond. Vielleicht färbst du nur die Spitzen. Selfie? Okay, du kriegst einen Mitleids-Follow. Was soll's? Yay, da bin ich ja glücklich. Mensch, bin ich glücklich. Ich kann mich kaum zurückhalten. Mitleids-Follow. Neuer Follower. Das ist ja ein kreativer Name. Es gefällt und glitzert. Das ist ein toller Tweet. Cooles Outfit. Hast du dich heute im Dunkeln angezogen? Ja, genau so etwas, wie wir jetzt ein Selfie machen werden. Okay, warum nicht? Aber mit dem Dunkeln. Verdammt, hier ist viel zu hell. Kann ich erkennen. Ah, nee, du bist voll doof. Oh, neue Follower, Nicole. Wir sehen uns online. Alles klar. Hab noch einen schönen Tag. Was denn? Komm. Kennst du von zu Hause, was? Das war gemein. Hä? Wie, was denn? Komm schon. Mach was. Eklig. Wie eklig? Dann sag doch, wo dein Vater ist. Wo geht's denn hier hin? Hallo?
Können wir ein Bild mitnehmen? Können wir irgendwas machen? Wir können in die Schublade reingucken. Und finden Lavendelöl und Veggie Magazine. Wieso hört man eigentlich die Musik in jedem Raum? Beziehungsweise diese Werbung. Wir gehen einfach mal hier raus. Das war voll schön langweilig. Wir gehen mal bei dir auf den Klo, da alles voll kack. Okay, der Klo ist nicht zugeschnitten. Flasche mit Chip Dollar Wegreiniger. Mit einem was? Okay, kann man auch nichts machen. Lolo, was haben wir hier für ein Klo? Ein Dreier. Oh, dann müsst ihr noch. Komm, wir fokussieren die Kraft. Fokussieren die Kraft und los geht's. Wir bauen den Druck auf. Oh, das fängt ja schon relativ kompliziert an. Nicht übel. Und den Druck aufbauen. Druck aufbauen. Druck aufbauen. Und wir müssen wickeln, wickeln. Und wir müssen mehr Druck haben. Mehr Druck, mehr Druck. Und wir müssen coole Moves machen. Und wir müssen die Wurst rauslassen. Wurst rauslassen. Nussschale. Eine Nussschale ist aber ein anderes. Das ist ein kleines Auto. Lololo, wir sind hier oben fertig. So, war schön hier drin. Euer Vater ist weg. Oh nein, die Sechstklässler. Warum stehen die hier im Garten rum? Hallo, sind die blöden Viecher. Kampfvorteil. Mal gucken, ob der eine jetzt betäubt ist von denen. Nein, natürlich nicht. Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Boxen. Los, bunter Arsch. Ich bin für Boxen. Oh. So mache ich nur einen, so mache ich zwei. Party. Ich habe Sternchen gesehen. Mindestens. Und ab die Post. Ab geht die Party und die Party. Ja, da würde ich mal sagen, bevor überhaupt einer anfangen kann, geh schon mal mit einer raus. Wie ein Blitz. Alter, verausgab dich nicht. So, der nächste ist dran. Was gibt's denn hier im Popel? Ganz behalten, Junge. Ha! Scheiße für dich. Ja, macht mir nichts. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Ha! Hast du jetzt an zu heulen, Zwerg? Hat nicht wehgetan, ich hab die nicht mal gemerkt. So, wo kommst du jetzt? Ach, du machst wieder deinen Pissballon. Ich gucken, ihr Schwachteln! Ein frischer Wind zieht auf. Ein frischer Wind. 57, 57. Wer ist denn da mit weg? Das ist ja schrecklich. Tschüss. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Easy. Super Crack zur Rettung. 43. Moment. 56. Wieso möchte ich denn eigentlich nur 43 damit? Ich verlangsame den nur noch. Vielleicht kriege ich den sogar eins zurückgedrückt. Und damit ist eigentlich wieder alles in Ordnung. Wird mir nicht egaler sein. Oh, au! Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. So. Hau sie weg, Neuer! Hau sie weg im Rätselhaus. 34, 30, 33. Was ist denn, wenn wir hier hingehen? Ne, kann ich nicht hingehen. 33 mit Dot. Nein, nein, den Dot kriegst du mit. Oh, lolo. Du Arschgesicht! Bitte was? Blitzfreak, zischt los! 48. Moment. 48, Ja, ich würde mal sagen, damit kriegen wir noch Leute geheilt. Das muss jetzt gerade so erstmal nicht sein, außer für die Humankind, aber Humankind ist ja so weit genug weg. Ich würde sagen 48. Krieg das mal reingedrückt. War das die Schallmauer oder ist dein Kiefer gebrochen? So, was geht's vor? Ja. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. So. Verbrenn du mal schön. So, jetzt ist dein Kollege dran. Na, immer noch am Pinkeln? Jetzt nicht mehr? Ja, dann machen wir deinen Kollegen fertig. Idiot. Laser online!
Okay, ich komme nicht bis dahin. Heilung? Heilung. Wir müssen als nächstes ran. Ach komm, ich gebe das mal Heilung, weil sonst kann ich sogar zu nichts anderes machen. Von daher, komm. Wohlbekomm's. Ziemlich stürmisch hier. So, ich habe gehört, hier will einer aufs Maul. Ja, dann. Da der immer der Letzte ist, der den Leuten aufs Maul gibt. Recht schaffen. Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack. Easy life. Du hast gewonnen. Sack mit Hundescheiße und 12 Cent. 20 XP gibt's natürlich noch oben drauf. Rächer der Viertklässler. So, ein neues Paket. Mensch. Da häng ich ihn hier fest. So, wir können mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wir haben hier einen Schnellreisepunkt und unsere nächste Aufgabe. Moment, die machen wir dann mal auf. Kehre zum Kuhnversteck zurück. Das ist eigentlich unsere nächste Hauptaufgabe. Alles andere können wir eigentlich so zwischendurch machen, glaube ich. Wie Plakate aufhängen oder von die komischen Poster finden. Würde ich mal sagen, zum Kuhnversteck zurück. Wir nutzen einfach hier die Schnellreisefunktion. Bewegen uns zum Kuhnversteck. Können wir immer noch nicht aufmachen. Und dann gucken wir einfach mal, was uns im Kuhnversteck erwartet. Dies und mehr aber erst in der nächsten Folge von South Park. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von, ja, wie gesagt, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, wieder dabei wärt. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.